Hallo und willkommen bei der 15. Folge an dem heutigen Donnerstag bei den Sims. Wir beginnen den Tag mit einer unwohlfühlenden Estelle, die noch auf Klo muss und Hunger hat. Auch Juri ist schnell wach geworden. Cheria hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen und ist, glaube ich, erst um 4 ins Bett gegangen wegen Übelkeit. Dann hat sie noch aufgeräumt und noch was gegessen und all so Sachen. Und da der gestrige Tag, also der Tag 14, relativ langweilig ist, war bei den dreien, hoffen wir, dass es heute etwas spannender zugeht. In einer Stunde müssen die zwei Kleinen auch schon in der Schule sein. Und Cheria ist relativ angespannt. Mal schauen, ob wir ihre Laune schnell verbessert kriegen. Um den Spaß von Cheria ein bisschen hochzutreiben, lesen wir mal ein Buch. Da wir ja noch weder Fernseher noch Computer haben und die Kinder auch momentan mit sich selbst beschäftigt sind, sowieso jetzt in 5 Minuten in die Schule müssen, kann sie als gute Mutter auch mal lesen, bevor es an den ganzen Haushalt geht, aber Geschirr ist wirklich nur noch das vom Frühstück da. Ja, mittlerweile auch Estelle ist etwas angespannt und braucht ein wenig Spaß. Es wird Zeit, einen Fernseher in den Haushalt zu kriegen. So, das Lesen spulen wir mal ein bisschen vor. Gut, so lange hat sie nicht mehr gelesen. Sie hat auch noch zwischenzeitlich einen Stein gesammelt. Und jetzt treffen wir uns mit Max im Magnolienpark, um ihn ein bisschen anzudaten. Weil es ist zwar Baby Nummer 3 unterwegs, aber wir können ja schon für Vater Nummer 4 vorarbeiten. Aber scheinbar hat sie keine Lust, sich mit Max zu unterhalten und will selber ein bisschen Schach spielen. Warum ich jetzt mit der Kamera durch das Areal fahre, also in, das ist ja eine ältere Aufnahme und ich synchronisiere das heute nach, weiß ich leider nicht mehr. Oh, ein Typ. Den können wir auch. Markus Klee. Jetzt wird Markus Klee angehört. Wir haben in einer der letzten Folgen schon gesehen, dass viele Computer-Sims einen Namen mit M haben. Auch Markus reiht sich da ein. Wir hatten Max und Marvin und ich glaube, unser Kleiner hat mit so einer Mimik rumgemacht. Jetzt ist noch ein Markus dabei. So, hallo Markus. Wir spielen mal Schach mit dir. Kimber Dorfi. Schwabi Käuber. Und labern dich dabei voll. So, wir haben herausgefunden, dass Markus ein Vielfraß ist und kindisch und haben sogleich die Charisma-Fähigkeit Level 5 erreicht. Mit Cheria gehen wir jetzt noch auf Toilette und machen stillen ein paar ihrer leicht gelben Bedürfnisse. Dann kann sie sich gleich entweder mit Max war es doch, ne? Nee, Ma Marvin ist der Vater von Baby Nummer 3, mit Max oder mit Markus weitertreffen. Wir können auch noch was grillen. Schließlich kann man im Park einige Sachen machen. Und dadurch lernt sie auch das Kochen noch weiter. Stillt ihren Hunger. Level 5 haben wir sogar schon beim Kochen erreicht. Sie ist hungrig und müde. Jetzt kann sie das Hähnchen erstmal essen. Dann ist sie nicht mehr hungrig. Und gegen die Müdigkeit können wir auch noch was machen gleich. Die Kinder sind ja eh noch in der Schule. Und warum sollte Cherian hier ein wenig im Park verbringen, bis sie gleich nach Hause geht, um zu schlafen?
Wir können die Müdigkeit natürlich auch noch ignorieren, angeln gehen, Frösche suchen und das Wasser untersuchen. Aber sie ist ja mittlerweile wieder glücklich, da sie ja was gegessen hat. In dem Teich... Oh, Estelle hat gute Noten bekommen. Das heißt, sie hat ihre Hausaufgaben pünktlich erledigt. Die Kinder sind mittlerweile zu Hause und gehen ihren Interessen nach. Und ja, in der Zeit angeln wir. Ich weiß gar nicht, welches Level mittlerweile Estelle hat, aber ich meine, sie ist schon relativ weit. Mit den Fischen können wir die Haushaltskasse für die Dusche, respektive Fernseher, respektive was auch immer wir wollen, aufbessern. Und die Schuhe mal so lang vor, während sie angelt. Es war nicht anders zu erwarten. Estelle ist eingeschlafen auf der Stelle. Das kommt davon, wenn man den Bedürfnissen nicht nachgeht, sondern erstmal angeln geht. Ja, jetzt ab mit uns nach Hause. Zu allem Übel muss sie auch noch Pipi, ist müde, ihr geht's also blendend. Den Kindern geht's okay. Estelle steht vor dem leeren Kühlschrank, kann direkt mal Hausaufgaben machen oder erstmal was Schnelles essen. Juri spielt mit seinem Bärchen, hier oben muss auch aufs Klo. Ich hoffe, die kommen sich jetzt nicht ins Gehege. Er soll auch erstmal was essen. Schließlich hat er auch ein bisschen Hunger. So, Pipi-Bedürfnisse sind gestillt, die Kinder sind am Essen. Und jetzt haben gerade die Wehen eingesetzt. Das bedeutet, unser drittes Geschwisterchen kommt. Oder Zwillinge. Hier. Und Ralf ist wieder da. Schön, bringen Sie doch mal ins Krankenhaus. Ja, wir sind jetzt mal gespannt, was es wird. Mädchen oder Junge? Oder zwei oder drei? Die Geschwister haben die Ruhe weg. Wir sind alle gespannt. Es ist ein Mädchen. Gut, da wir das Tales of-Universum als Namensvorlage nehmen, heißt dieses neue Mädchen jetzt Rita. Also, zwei Mädchen, ein Junge. Wir haben einen Weiberüberschuss im Hause. Und jetzt kommt Cherry erstmal mit dem Baby wieder gleich. Und die anderen beiden Kinder als große Geschwister. Jetzt kann Juri auch endlich aufs Klo gehen. Stimmt, der musste ja die ganze Zeit, während wir ihn zum Essen gezwungen haben. Und Estelle ist wieder umgekippt. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Baby liegt im Körbchen. Und soll erstmal gefüttert werden. Und dann schicken wir Cherry ja auch schlafen. Weil nicht, dass sie nochmal umkippt. Und wir können uns erstmal um die beiden anderen Geschwister kümmern. Dass es denen gut geht. Wer ist das eigentlich da unten? Simons Besuch? Ist es diese komische Monique? Ja, scheinbar scheinen sich die beiden Mädels gut zu unterhalten. Machen die Hausaufgaben. Juri kommt dazu und das andere Mädchen... Na doch, bleibt sitzen. Ich dachte, sie haut jetzt ab, weil sie ihn nicht mag. Er hat sein Bild für 3 Simoleons verkauft. Langsam läppert, klingelt die Kasse. Und die drei scheinen Spaß zu haben. Obwohl Juri ist auch angespannt. Vor der Tür steht Sebastian. Estelle hat die Hausaufgaben fertig.
Und ich glaube, es wird irgendwann mal Zeit für einen Fernseher oder so. Weil die Sims werden ziemlich häufig angespannt. Und, also heute merkt man das ziemlich. Ja, ich habe gerade den Namen gelesen. Es war Monique. Klar, so als Schulkameraden kann sie ja vorbeikommen, um denen bei den Hausaufgaben zu helfen oder mit denen zu spielen. Die Kinder können ja auch ihre Beziehungen pflegen. Kizzy Foy, Blotch Chibi, Ask Winka, Hip Swift, Ta, Veniba, Viva Kanai! Ach, es sind nur noch zwei. Rita ist wach und Nuri, da er mit Monique ein bisschen rumschäkert, hat auch direkt die Sozialfähigkeit dadurch erhöht. Man muss nicht immer mit den Stofftieren sprechen, man kann auch mit echten Sims sprechen, um die Fähigkeit hochzutreiben. So, Estelle ist wach geworden und kann ein bisschen Bindung zwischen Rita und Estelle, sag ich schon wieder, zwischen Rita und Sherry fördern. Und da ich ja lieber mit Kindern spiele als mit Säuglingen, lassen wir Rita auch älter werden. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Hat sie auch die braunen, also die dunklen Haare von Cheria? Oder... Ja, Marvin ist der Papa, ne? Der hatte eine Kippi auf, da konnte man das nicht sehen. Sie hat auch dunkle Haare. Sieht ein bisschen aus wie ihre Schwester. Hat aber ein Pony. Wir machen einen kleinen Frechdachs draus. Passt ja auch zu dem Tales of Charakter. Und machen wir lieb die Natur? Wir machen lieb die Natur. Gut, da das Bett für sie schon bereit steht, können wir sie gleich auch schlafen lassen. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um Tschüss bis zur nächsten Folge zu sagen. Seid gespannt!